Ich weiß nicht, das war so eine Mischung aus Ironie und doch nicht Ironie. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was es jetzt eigentlich war. Irgendwer ein Level Up bekäme für den Kill? Du? Ja. Du? Du würdest für den Kill ein Level Up bekommen, wenn du killen kannst. 76%. Du kannst mich nicht killen. Du würdest wahrscheinlich ein Level Up bekommen, dementsprechend würde ich es mitnehmen. Wenigstens versuchen. Anderweitig kriege ich dich noch gekillt, notfalls, wenn du mich triffst. Dort. Hier ein Riss in meiner Wand, du meinst meinen Schrank. Hinter mir ist mein Schrank, nicht meine Wand, aber okay. Gut zu wissen. Yo! Was sind das heute für Level-Ups? Sick. Macht mein Comic ja keinen Sinn mehr. Sieht auch aus dem Stein vielleicht. Mein Gott, weiß ja nie. Ich glaube nur, dass ich hier jetzt gerne Ike reinstellen würde. Einfach damit ich hier nicht irgendwie von dem überrannt werde. Weil er 29 Angriffe hat, das ist doch ein bisschen viel. Ich bin ganz lieber bei Speedmax, sehe ich auch gerade. Was für ein Item hast du? Du hast das Eisenschwert ausgerüstet, das ist okay. Wir könnten noch mal ein bisschen Heilung brauchen. Ja, könnte Heilung brauchen. Warum brauchst du zwei Schränke? Das ist ein Schrank, das ist einfach nur eine Tür dazwischen. Also es ist einfach eine Schiebetür. Haben wir das Thema nicht schon mal mit dem Schrank? Das kommt mir gerade erstaunlich bekannt vor. Nein. Die Leute sind einfach weit auf der Suche nach irgendwelchen Items. Mal dahin, weil dann hast du eine höhere Ordens. Du meinst, weil Mo so ein Schrank ist. Du bist doch auch ein Schrank. Oh wow. Sehr gut. Ah, die Witze sind so gut. Ah. Oh, ich würde gelesen wie ein Buch. Tja. Ist doof gelaufen, ne? Jetzt hab ich, nee, ich hab noch nicht alle bewegt. Die drüben stehen immer noch herum. Da war ja was. Der Versuch, irgendwo Items aufzugabeln und die einfach einen random in die Wüste stelle. Okay, der greift mich nicht an. Alles klar, dann halt nicht. Dann geh ich halt noch einen Schritt ran. Guck mal, was dann passiert. Ich muss noch Neffi nicht holen. Ich glaube, du bist mit deiner Frau bei Ikea, denn sie hat sich in einen Schrank verliebt. Oh Gott! Strato packt die richtig guten Witze aus. Uff. Leute, das hat ein Unverdient, finde ich. Und ihr? Findet ihr das auch? Der Suche nach Items! Warum könnte eins sein, wenn ich so drüber nachdenke? Da, unter diesem Bogen. Das sieht mir sehr nach Item aus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob man da rauf kann. Da rein kann ich. Boah, nee, sieht eher nicht so aus. Nee, also bezweifle es eher. Dass ich mit Glück diese dumme Silberklinge gefunden habe und jetzt einfach partout gar nichts mehr. Ich will mich jetzt nicht so weit wegbewegen, weil ich eventuell nochmal angreifen könnte. Das ist eine Leine von Geizetasse. Ach so. So, greifst du an oder nicht? Nö. Hat keinen Bock, der Boy. Warum geht ein Mexikaner nach Ikea, gerne ein kleines Stückchen gegen Schweden hätte? Erneut! Uff. I guess. Auf der Klippe irgendwas? Mein Gott, das kann überall was sein. War es ja ganz nebenbei Spaß. Zu Ikea? Hier, habe ich das anders gelesen gerade? Wenn ja, I'm sorry. Wenn nein, alles gut. Und was kann mir so viel Schaden? So machst du viel Schaden. Mordekai ist halt irgendwie gerade blöderweise am Arsch der Welt.
Schaden macht das Königsschwert. Es wäre vielleicht meine Idee, den Lagusbrecher hier jetzt einzusetzen, ne? Nur so ein Gedankengang. Ich meine, ich kann aber auch mit Magien erstmal ein bisschen draufballern. 11. 12. Also wenigstens nicht geringere Trefferchance. Wie viel macht der mit Lagusbrecher? Habe ich damit irgendwie eine erhöhte Crit-Rate oder sowas? Nee. Er trifft auch unglaublich geringer Wahrscheinlichkeit. Das ist irgendein Skill, der erlaubt, den durchzulaufen. Ich bin unglaublich skeptisch. Gerade. Dem Dude da oben gegenüber. Königsschwert. 10 Schaden ist halt auch nichts, ne? Eisenschwert, Stahlschwert. Was? Omega-Huff. Pummel-Huff. Knuddel-Huff. Oh, nee. Ich versuche gerade, den sexy Streamer zu imponieren. No, du. Schleimer. So ein Schleimer. Versuchen wir einfach mal zu chippen. Hauen wir ihm den Lagusbrecher ins Gesicht. Das sieht ja immer strange aus. Wenn du die Wahrheit sagst, wenn ihr wirklich keine Diebe seid, dann hört auf zu kämpfen. Wenn es sich hier um ein Missverständnis handelt, sollten wir drüber reden. Ah, darauf falle ich nicht herein. Du versuchst deine Art immer uns zu täuschen und die Falle zu locken. Mach dich bereit. Hey! Boah, hat Schaden, ey. Man kann ihn aber nicht rekrutieren oder sowas, oder? Habe ich da jetzt irgendwas besehen? Sorge vor, also die möchte ihn ja auch auf der Gamescom treffen. Nee, also bevor ich jetzt irgendwie anfange, den Platz zu machen, also den Finalplatz machen, den kann man nicht rekrutieren oder sowas. Oder? Kurze Frage an den Chat an der Stelle, während ich nach Items suche, I guess. Halte ich für einen guten Plan. Frozen denkt ich wieder irgendwas. Schau eben nach, das wäre wunderbar, nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehe. Ich meine, aber du musst ihn umhauen. Ja, kannst kurz nachschauen, das wäre unglaublich süß von dir. Ich habe keine Ahnung. Okay. Mich erinnert, habe ich noch nicht bewegt, die ich eventuell noch brauchen könnte. Warten gespannt auf Not. Also, ich weiß auch lieber, wenn ich ihn jetzt umhauen muss, was fällt mir jetzt einfacher, als ihn jetzt noch irgendwie zu rescuen. Aber deswegen warten wir jetzt auf Not. Ja, ich habe gerade den Buchstaben M in den Sand gemalt. Alles safe genommen. Wunderbar. Danke für die Information. Dann kloppe ich ihn um. Feuer ist der stärkste, wahrscheinlich, was ich gegen ihn habe, oder? Ja. Warte mal ganz kurz. Erfahrungstechnisch? Egal. Jürgen Klopp. Raindorn eher Hilfeleistung, ja, das ist dann ja auch, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Meine Gefährten und ich sind keine Diebe, aber ich bin sicher, das interessiert euch überhaupt nicht. Uff. Wir brutzeln dich einfach um. Ganz einfach. Falls ich noch nicht gesagt habe, nein, Frozen.
höhere Trefferchance irgendwie mit 10 Schaden? Nein, habe ich nicht. Okay, dann Feuer. Wenn ich so drüber nachdenke, wenn er defeat Boss, but don't defeat Boss. Ja, ja. So gesehen, stimmt schon, aber ja. Ja, oh, nein! Dort. Schön, dann kann ich sie nämlich noch aufpushen. Ein Level up, sodass sie Speed bekommt endlich. Schöne Aufgabenstellung, it would be. Ja. Ha, ha, ha. Wir haben verloren. Du bist der Anführer dieser Bande. Ja, das bin ich. Ich werde aber keinen weiteren Widerstand mehr leisten. Nimm mich mit oder exekutiere mich hier. Es ist mir egal. Aber meine Gefährten, würdest du sie gehen lassen, bitte? Nein, das lasse ich nicht zu. Bitte? Tormod. Alles klar. Ich lasse nicht zu, dass ihr Muarim etwas tut. Bleib zurück, Kleiner. Du solltest dich doch nicht zeigen. Wenn ihr Muarim haben wollten, müsst ihr zuerst mich umbringen. Du bist... Ja, er ist ein Beorg-Junge. Ich habe ihn zu mir genommen, als er noch ein sehr kleines Kind war. Er hat nichts mit uns zu tun, mit uns Halbmenschen zu tun. Hör auf zu lügen, ich bin hier, weil ich es sein will. Er ist der Anführer der Liga für Emanzipation der Lagus, ich bin das. Du bist ein Dummkopf, Muarim. Der Name ist ganz bestimmt. Ist schlimm. Holy shit, sieht Tom hat Kacke aus, Path of Radiance. I totally forgot. Es gibt auf jeden Fall schönere Einheiten, ja. Versuchst einfach jeden zu schützen und lässt sich dabei selbst töten. Das lasse ich nicht zu. Kleiner. Ey, es ist mir egal, wer der wahre Anführer ist. Ein Lagus, der sich selbst Halbmensch nennt oder ein entführter Beorg, der sagt, er leite die Liga der Emanzipation der Lagus. Habe ich euch richtig verstanden? Wenn ja, dann habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon ihr sprecht. Würde mich bitte jemand darüber aufklären, was hier los ist. Eigentlich einfach nur verwirrt. Tormod ist toll. Jetzt hier eine lange Reihe und so irgendwie so mal. Oh, not. Nett sein. Krippulung, ja, das tut mir leid. War er wenigstens männlich? Ich denke mal, Tormod ist männlich. Gut, habe ich das richtig verstanden. In der Geschichte Benions war und ist es üblich, Lagus als Sklaven zu halten. Das stimmt. Aber das gehört doch der Vergangenheit an. Vor 20 Jahren wurde die Sklaverei geächtet und alle Lagus wurden freigelassen. Was das allgemeine Volk angeht? Ja, da ist es genauso passiert. Es gibt also Teile der Gesellschaft, die dieses Gesetz bewusst brechen. Das gemeine Volk folgt dem Gesetz. Ja, das ist ja quasi auch im Namen. Aber in den Häusern der Adligen gibt es immer noch viele Lagus-Sklaven. Was? He was fated to die since he could never evolve. Ich finde die auch erwarten. genau. Muarim? Das ist schlimm, ich will das R eigentlich zwischen das U und das A setzen. Ich würde es lieber Muarim aussprechen, weil es mir für mich einfacher ist als Muarim. Das ist auch nicht. Bisschen Liebe und Freundschaft und Gummibärchen und Käse. Was? Käsebrätchen? Frikadellen-Knowledge. Alles klar, Not. Muarim und ich haben dies vor dem Senat gebracht, aber niemand hat uns zugehört. Darum haben wir weitere Krieger versammelt. Wir brechen in die Häuser ein, in denen Sklaven gehalten werden und verhelfen diesen zur Flucht. Natürlich müssen die Adligen dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit nichts davon erfährt. Daher stellen wir uns als Diebe hin und erklären uns zu gesuchten Verbrechern. Gut, ich verstehe deine Motive, aber so werde ich das generelle Problem nicht lösen können. Das wissen wir. Aber wir können nicht aufgeben und sie im Ketten lassen. Das können und werden wir nicht. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euch helfe? Was? Dieses Verhalten der Björk ist etwas, was mich belastet. Belastend. Wirklich belastend. Ich glaube, da gibt es etwas, das ich vielleicht tun kann. Käsebrötchen, ah. Sorry, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist was im Fan. Nee, das irgendwie echt nicht. Nisala, hört auf mit dem Blödsinn. Wohin bringt ihr mich? Sagt es mir. Es geht nur noch ein kleines Stück. Ich verrate es euch, wenn wir da sind. Das habe ich doch versprochen. Ich habe Tiban nicht Bescheid gegeben. Wenn ich gewusst hätte, dass wir so weit reisen, hätte ich ihm eine Nachricht hinterlassen. Versuch's doch. At least he tried. Oh, Cutscene. Nee, keine Cutscene. Mensch, hätte es wieder gestorben. RIP-Chat. Da sind wir. Das ist es, was ich euch zeigen wollte. Schaut euch um, Rayson. Was seht ihr? Was ist das? Ist das möglich? Was ist hier passiert?
Ein Tennisclub. Ist das Serenes? Ist das, was ihr mit sagen wollt? Dieses farblose Land, diese abgestorbene und verwelkte Äste, diese leblosen Bäume. Ist das mein Wald? Zunge nicht schlafen. Das lese ich jetzt aber nicht vor. Ist der auch gestorben? Sag's weiter. Too soon? Bisschen. Die alte Sprache. Es ist schon lange her, dass ich sie hörte. Ihr könnt sie immer noch sprechen. Ich kann sie halt nicht sprechen. Das ist ein bisschen blöd. Die Stimme des Waldes existiert immer noch. Warum? Wie konnte dies? So ist es, seit euer Clan diesen Ort verlassen hat. Der Bereich am Eingang ist besonders betroffen. Sie haben Feuer eingesetzt und die meisten Bäume sind tot. Und verzeihlich, wie können sie so etwas nur tun? Verfluchte Menschen, was hat ihnen dieser Wald getan? Was ist mein Clan? Die Menschen verachten alle Lagus und in der gleichen Weise verachten sie auch die Natur. Sie denken, alles existiert allein zu ihrem Vergnügen, um ihr Ansehen zu steigern. Sie sind es nicht wert, dass man sie verachtet. Ist? Nesala, scheinbar habe ich euch falsch eingeschätzt. Ich nannte euch kriecherisch von den Menschen und ein Verräter. Ich war zu barsch, entschuldigt. Keine Sorge, ich treibe gelegentlich Geschäfte mit den Menschen, das ist die Wahrheit. Aber wir haben ein dringenderes Problem, es wird schnell dunkel. Ihr könnt morgen nach Phönizis zurückkehren, nicht wahr? Ich bin mir sicher, dass es hier Villen und von Adligen gibt. Sie sollten um diese Zeit des Jahres leer stehen. Wir sollten sie für uns, sollten sie uns für den Abend ausleihen. Meine Nase ist verstopft, das nervt ein bisschen. Das ist gerade beim Lesen ziemlich anstrengend. Ihr würdet in einem Gebäude der Menschen nächtigen? Überlegt doch, Vögel wie ihr und ich es sind, haben keine Nachtsicht. Wenn uns Menschen entdecken, würden sie uns mit Sicherheit überwältigen und gefangen nehmen. Ich verstehe, was ihr meint. Mein Gott, meine Nase nervt. Na schön, ich sehe mich nach Esbarum um. Bitte, fühlt euch wie zu Hause. Sieht einfach genauso aus wie der Ort, wo wir auf den gestoßen sind, auf den schwarzen Ritter. Dass es Menschen es nicht einmal wert sind, ihre Emotionen zu verschwenden. Ah, okay. Nesala, ja? Danke für alles, was du getan hast. Ich bin sehr dankbar. Mach dich nicht lächerlich, wir sind doch alte Freunde, Delfa, nicht? Recht hast du, alter Freund. Ist alles vorbereitet? Ja, Herzog Tanas. Kann nicht stillsitzen, er zittert im wahrsten Sinne des Wortes vor Erwartung. Das sieht nicht schön aus. Das glaube ich. Sorgt dafür, dass der Fettkloß versteckt bleibt. Wenn Rayson ihn und damit seine Zukunft sieht, wird er verschwinden. Verstanden. Nun wird es Zeit, die letzten Fäden zu spinnen. Auch dies tue ich für die Zukunft von Kilvas. Rayson, bitte geh nicht so hart mit mir ins Gericht. Aber ich weiß genau, was wirst du tun. Nun, so ist das Leben. Genieß dein neues Leben, alter Freund. Okay, das hat doch irgendwas ausgefressen. Speicher natürlich. Ich würde sagen, wir machen noch den Drill. Kapitel Nummer... Ich habe den Überblick verloren, wo sind wir eigentlich? 16 schon, wow. Die Sühne. Was ist das? Wer bist du? Was hast du mit Nesala gemacht? Oh. Ist es etwa, dass jeder sehen sollte? Es gibt keinen Zweifel, ich blicke auf das letzte lebende Wunder der königlichen Familie von Serenes. Dieses goldene Haar schaut, wie es in der Morgensonne strahlt und seinen Glanz vermehrt. Dieser sanfte Schimmer der weißen Schwingen, sichtbarer Beweis königlicher Abstammung, so sicher wie ich lebe. Herrlich, absolut prachtvoll. Oliver ist einfach ein Meme. Hallo, Saphir, Aegon, guten Abend. Die Düne, klar, Nord. Ein wahres Kunstwerk, geformt aus Fleisch und Federn, all diese Schönheit, gehört mir. Das, was ich dem König von der Raben gezahlt habe, erscheint lächerlich im Glanze dieses Schatzes. Was, Nesala hat mich verkauft? An dich? Du bist so wunderschön, selbst wenn du wütend bist. Aber nun reiß dich zusammen, ich biete dir ein Leben im Luxus. Oh, meine Nase, meine schöne Nase. Wunderschön. Bischof Oliver, du Monster, dafür wirst du bezahlen. Nein, tu ihm nichts. Ihm darf nicht ein einziger Feder dieser wunderschönen Schwingen gekrümmt werden. Du schönes Wesen, du brauchst keine Angst zu haben. Im Laufe der Zeit wirst du erkennen, wie freundlich und großzügig ich als Meister bin. Das ist doch Wahnsinn. Oh, so angsteinflößend, wie deliziös. Aber ich fürchte, wir werden uns für eine Weile nicht sehen können. Meine treuen Diener, hört auf meine Worte, ihr dürft niemals die Hand gegenüber diesem Wesen erheben.
bereitet seine Mahlzeiten mit Sorgfalt und stört nicht seine Ruhe. Ich wünsche nicht, dass sein Gesicht noch durch Unmut entstellt wird. Seht ihr, Reiher sind zarte Wesen. Aber wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ja, der richtige Zeitpunkt, wann wird das sein? Ich sage euch, die hochriesigen Senatoren und die Gesindel haben die längste Zeit auf mich herabgeschaut. Ich werde es ihnen nun zeigen. Oh, aber ich muss für einen großen Auftritt sorgen. Einen Auftritt, den niemand übersehen kann. Die Königlichen von Serenes sind legendäre Wesen. Und wenn ich mit solch einem Wesen an meiner Seite vor ihnen erscheine, ich kann es gar nicht erwarten, Herzog Gardos Gesicht zu sehen. Ho, 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 du Mistkerl, verflucht seien deine Augen. Wie konntest du mir das nur antun? Deliziös wie Dave Oliver, be like. Oh, Raisin macht das junge Krieger. Genau. Noch richtig Ende des Streams. Jetzt kommt noch das Drillen und ein bisschen Talk, genau. Aber besser spielt als nie, du sagst es. Ich habe ihn hergebracht. Sehr gut, Ark. Ich werde dafür sorgen, dass ihr alle belohnt werdet. Wo ist euer übliches Gefolge? Ich sehe nur zwei von eurer heiligen Garde. Oh, es gab da einige Störungen. Ich denke, sie räumen gerade mit dem Pöbel auf. Aber kommen wir zum Geschäft. Ist das etwa der Anführer der Diebe? Aber es ist doch nur ein Kind. Hat er irgendwelche Entschuldigungen für seine schändlichen Taten vorgebracht? Wir sind keine Diebe. Wir versuchen, die Lagus zu befreien, die von diesen dreckigen Adligen gefangen gehalten werden. Was für ein absurdes Märchen trägst du davor? Im Jahre Benion 624 hat die Hohepriesterin Misaha, meine verehrte Großmutter, jedem Lagus-Sklaven die Freiheit geschenkt. Und in Einklang mit ihrer Rechtsprechung werdet ihr im ganzen Imperium Benion keinen einzigen Lagus-Sklaven mehr finden. Ihr lügt! Unzählige Adelshäuser halten auch jetzt noch Lagus-Sklaven als Diener oder zu ihrem Vergnügen oder zu Schlimmerem. Und der Senat, diese aufgeschwemmten Windbeutel von Senatoren, geben stillschweigend ihr Einverständnis, indem sie einfach nichts dagegen tun. Das reicht, ich habe dir doch gesagt, du sollst einen kühlen Kopf bewahren. Aber, Ike, warum hast du so einen Flegel zu mir gebracht? Was hast du vor? Wenn hier jemand etwas vorhat, seid ihr das. Wirklich? Und was könntest du damit nur meinen? Unsere letzte Mission setzte uns auf die Spur von... Musik ganz nebenbei. Gute Nacht, Alternis. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Unsere letzte Mission setzte uns auf die Spur von Sklavenhändlern. Nun bringt ihr uns in Kontakt mit einer Emanzipierungsgruppe im Untergrund. Ich empfand dieses ganze Arrangement von Anfang an als ein bisschen seltsam. Ihr habt mehr Vasallen, die euren Befehlen folgen würden, als ihr überhaupt braucht. Trotzdem heuert ihr uns an. Unsere Motive hinter eurem Handeln sind mir ein Rätsel. Oh, verstehe. Und? Hast du dieses Rätsel mittlerweile gelöst? Ihr wollt die Verderbbarkeit im inneren Zirkel der Macht aufdecken. Aber ihr wollt nicht, dass die Allgemeinheit erfährt, dass die Menschheit des Senats in die Sklavenhaltung verwickelt ist, nicht Handlung fast. Ich habe gedacht, du wärst so einfältig wie ein wilder Affe. Du bist so freundlich, Sanaki. Du bist jedoch sehr klug. Ich habe das nicht allein herausgefunden. Ich habe Gefährten, denen ich von ganzem Herzen vertraue. Sie haben mir geholfen. Hey, jetzt wartet mal. Wovon in aller Welt redet ihr nur? Kann mir das mal jemand erklären? Die Hohepriesterin... Hallo Musik, da bist du ja wieder. Die Hohepriesterin weiß von den Lagus-Sklaven und vor allem scheinbar hat sie vor, etwas dagegen zu unternehmen. Wirklich? Wirklich, aber ob ich darin bestehe oder verliere, hängt hauptsächlich davon ab, was ihr als nächstes vorhabt. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr uns über die nächste Mission unterrichtet, die ihr für uns bereithaltet. Ich habe Berichte erhalten, nach denen Bischof Oliver, der Herzog von Tarnas, sich verdächtig verhält. Herzog Tarnas besitzt eine Villa in der Nähe des Waldes von Serenes. Geht dorthin und kehrt mit einem unwiderlegbaren Beweis für was auch immer er tut zurück. Seid ihr erfolgreich, verspreche ich euch, dass ich eurer Prinzessin Elincia mit allem, was mit meiner Macht steht, helfen werde. Wir werden euch all die Informationen bringen, die ihr benötigt. Das verspreche ich. Please. Leute, ja? Ike deckt es gerade auf, spielt die Orgel. Okay. Sehr gut. Hintergrund. Im Hintergrund steht nämlich sehr schön vor dem Hintergrund. Ike, ich würde dir gerne Berichte über unseren letzten Kampf geben. Sehr gut. Wir kriegen 100 Bonuserfahrungspunkte. Ältestes Jahr, hat auch gute Arbeit geleistet. Wir haben einfach. Oh, Muari und Tormod sind auch Neuzugänge. Nice. Einnahmen sind irgendwie nicht sonderlich hoch ausgefallen. Es gibt keine Toten und keine Verletzungen, die nicht zu heilen sind. Jeder hat sich ausgezeichnet geschlagen.
Das ist alles mit meiner Erlaubnis, ziehe ich mich jetzt zurück. Okay.